Hallo und herzlich willkommen hier, zweite Folge hier auf dem Marsch. Willkommen mit dabei, Sascha Edle her. Hallo. Ja, neue Mission, Feld 3, Baumwolle. Muss ich gleich mal einstellen. Das vergesse ich mich gleich nachher. Dann haben wir nachher ausgesät Mais und ja, das geht ja am Februar noch nicht. Und das wäre ganz blöd für die Mission. Ich kaufe mal Big Bags und zwar Saatgut. 4 Stück. Oh, Errungenschaft freigeschaltet. Mein Fuhrpark. Hast du, hast du was gekauft? Nö. Hätte sein können. Steht doch zu weit weg. Baumwolle, wie Baumwolle ganz gerne, ne? Feld 3, das müsste, ne, Feld 3 war früher da gewesen. Früher war Feld 3 da. Mal gucken, wo Feld 3 ist. Aber das muss Feld 3 ist da, wo das damalige Feld 15 war. Aha. Dann weiß ich, wo das ist. Glaube ich. Ja. Du, mach keinen Scheiß. Ich verlass mich nicht drauf. Nee, stimmt. Ich verlass mich nicht drauf und näher. Jo. Mission nicht fertig, weil das Feld verkehrt ist. Ja, wenn du sagst Feld 15, dann glaube ich das ja auch. Das käme auch nicht. Der Herr wird schon wissen. Ja, der Edel. Die BGA ist voll Minion. Ja, jetzt hast du eine Weile Ruhe. Jetzt muss immer gerührt werden. Schön rühren. Sie war nicht 15, ein weiter. Schön rühren. Wir fahren mal Glas. Ganz modernen Traktor. Zwei Vorgewände. Oder ein Vorgewände bei der Breite. Der arbeitet ja ganz anders. Kann ich ja gar nicht so. Jo. So, V und B und los geht's. Staubt hier gewaltig. Die Sämaschine wäre für uns ganz gut, von der Arbeitsbreite her. Ja, glaube ich. Für unsere kleinen Felder, für Rüben. Wir brauchen auch noch einen Grubber, ne? Aber brauchen wir auch noch, ja stimmt. Der BGH wird jetzt stündlich Geld bringen, ich glaube 5000, mal gucken. Weil Mist bringt ja auch noch Geld. Vielleicht eine Gülle, ja, wird auch noch reingeben, wenn wir so ein Teil hätten dafür, ne? Das kostet, ja. Das kostet ein bisschen was, ne? Ich glaube auch so um die 50.000. Die Mission bringt auch noch ein bisschen Geld ein. Wüste, 19%. Der erste. Wir können ja nachts hier ein bisschen länger, schneller vorspulen, ne? Ja. Wir feiern den März. Ah, 10.000 Euro sogar. Ja. Ach, ich komme nicht mehr hinterher. Das war mir eh klar. Das war doch egal. Klar. Für die BGA mal leer. Ja. Wie wir regelmäßig Geld bekommen, ist das schön. Regelmäßig, ja. Kann man bald mal Kredit zurückzahlen. 7.000.
Jetzt kannst du bald Gülle reinschmeißen. Ja. Ruckelt. Dann ist irgendwo Wachstum drin. Waren bestimmt die Bäume. Das kann sein. Die Baumwolle ist eh. Normalerweise ist der Baumwolle jetzt Februar totaler Käse, ne? Na, eigentlich schon. Na, egal. Die Lackierung hat schon wieder Schaden von 30% beim Traktor. Wow. Den ich gerade fahre. Das ist natürlich auch das Wichtigste, ne? Das ist mächtig übertrieben. Also. Dass die Teile bei der Sämaschine, die jetzt direkt in der Erde Kontakt haben, dass die, dass da die Farbe weggeht, ist ja logisch, ne? Und das in den Bereichen, wo die Farbe, Farbe, Zeit, wo die Farbe, naja, wo Sand gegen Speis und Dreck und Steine, da kann schon mal weg sein, ne? Aber wie gesagt, ein Traktor in einem höheren Bereich, da fliegt kein Dreck, ne? Da hat man einen Schutz davor. Hm. Oh, aber richtig viel Geld, Mensch. Krass, ne? Ja. Ich hab gesagt, die BGH reißt uns raus. Ja. Ich habe auch nie was anderes behauptet. So, Helfer rein. Und schau mal auf Feld Nummer 53. Ah, Teddy. Und die Bäume. Ungasilo Nummer 1 ist leer. Komplett leer? Ja, komplett leer. Wir haben 3600 Liter Strom hier. Bäume sind nicht gewachsen. Oh. Ich glaube eher, im Frühling, nee, wenn es losgeht. Und so ein. So, kein Bock mehr auf die Lage. Kann ich das sehen. Dann kannst du mal Mehl verkaufen. Du oder ich? Kannst du mal wie verkaufen? Ich sehe mal leid zu, dass ich hier Feld 53 abgeschlossen kriege. Den Rest machen noch per Hand zur Not, wenn es nicht reicht. Letzte Bahn und dann. Ich sehe. Ah ja, was trinken? Morgen? Ah, hier. Mit Jonas war auch gut, ne? Was ist? Mit den Jonas im Chat. Ach so, mit dem Déjà-vu. Ja. Ja, ja. Das ist der ideale Text zum Kopieren und Einfügen. Ja. Ich meine, gut, das ist ein Kommentar, ne? Ja. Eine gute. Wie gesagt, du weißt ja nie, wer gegenüber sitzt, ne? Weiß ja nie. Abgeschlossen. So. Warte mal. Das Fahrzeug. Den Saatgut mal entleeren. Muss mal gucken, wo. Ich hab noch 522 drin, ne? Eine Palette. Oder ich fahre das leer auf einem anderen Feld und drei. Oder ich fahre zum Händler, dann
Feld dahin. Weil du fährst damit auf Feld 78. Und hilfst den anderen Typen. Dann muss ich aber eher voll machen an dem. Das könnte ich machen, ja. Den anderen Typen. Ja. Hat er keinen Namen? Nö, ist namenlos. Früher hatte ich mal einen Namen gehabt für Mods. Oh, mein Knie. Oh. Automatik fahren lassen. Gut, dann mache ich es wieder voll und dann fahren wir auf 78. Dass der Kollege fertig wird. Oh, mein Kissen ein bisschen verrutscht. Eieiei. Ja, ich werde alt. Aber kein weiter sein. Nein, mach nicht, keine Angst. Nur noch 8 Jahre. Dann geht's auf die 60 zu. Aha. Ja, ja. Es klingt blöd, aber ist leider so. Ja. Kann man nichts machen. Ne? Hey, Lauf der Zeit. Es gab mal eine Zeit, da bin ich aus der Schule gegangen. Damals? Ja. Auch. Naja, da gab es noch keinen Computer und sowas, ne? Ja. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Was machst du am Wochenende? Ich meine, gut, um mal zu sagen, wir hatten im Dorf viele gleichaltrige Kinder gehabt. Wir haben Fußball gespielt. Mhm. Wir haben draußen in der frischen Luft gewesen. Was ist das? Ich habe mit 16 Kühe gemolken. Glückwunsch. Ich nicht. Weil ich noch keine 16 bin. Ich war auch schon 15. Ich war schon da. Ja, davon war ja gerade nicht die Rede. Ja, 16 und 15 ist halt kein großer Unterschied. Da ist noch ein Traktor im Sonderangebot. Wir brauchen also keinen Traktor, ne? Wir brauchen keinen Traktor, okay. Ist aber halt ein Deutsch, ne? Da wird man. Wir brauchen eine Gruppe, wir brauchen eine Sämaschine. Und mehr BGA-Erweiterung. Genau. Kann schon mal die Gülle fertig machen. Ja, ich guck grad. Methantank, Generator 2, Generator 1. Zentrales Gülle-Lager. Ich glaube, das zentrale Gülle-Lager. Klingt gut. Böses Fahrzeug. So, Gülle, zentrales Gülle. Na. Man kann sich einiges reinkippen, ne? 2 Millionen Liter, ja. Jo, verarbeite ich auch mit in der Zeit. Jo. See, auf geht's. Ah. Na, bist du müde? Nee, ich habe das Güllefass erst nicht gesehen, aber dann habe ich es doch gesehen. Ach so. Ja. Hat sich in der Büschen versteckt. Die Büsche haben Schuld.
Ich dachte, du hast keine Brille aufgehabt. Ah ja. Aber, ich sag mal ganz grob, warum fertig? Fast. Tobi. Will man Kreisweg ja gleich. Hier die Fußgänger, hier ist ein richtiger Auflauf hier. Auflauf? Nudelauflauf? Kartoffelauflauf? Na, Auflauf ist erst im Allgemeinen nicht. Ich auch nicht. Das ist eine Gatsche. Ich esse eher sowas, Nudeln gekocht, ja. Apropos kochen, nächste Woche werde ich mir wahrscheinlich einen Topf kochen. Noch geht's von der Temperatur, im Sommer ist das nicht ungünstig. Ja. Ich habe drei Mahlzeiten zu essen dann. Oder vier. Mal sehen. Weil ich ja nicht jeden Tag frisch kochen möchte. Ja. Das ist der Hauptgrund. So, die Show, das soll es auch schon für heute gewesen sein. Wir sagen mal tschüss. Ciao. Ja, morgen geht's hier weiter. Hier auf dem Marsch. Und ich werde helfen auf Feld 78. Was machst du morgen? Weiß noch nicht genau. Gülle verkaufen, ne? Ja, Gülle, BGA. Die ja, also reinkippen. BGA ja. Umladen. Dann sagen wir mal tschüss, ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.